Ich bin verwirrt auf so vielen gottverdammten Ebenen bin ich gerade verwirrt. Also wer? Hallo YouTube, wir alle wissen, Männer können ekelhaft sein oder Menschen generell können ekelhaft sein. Aber die schlimmsten davon treiben sich auf Reddit herum und wir reden heute über ein Thema. Die ekligsten Fan-Subreddits, Roleplays, Cum-Tributes und Dropbox. Das Problem ist, ich habe es jetzt vorgelesen, die Hälfte meiner Zuschauer fühlt sich gerade angesprochen. Wir reden heute über euch, wir gehen rein, wir treten heute gegen euch nach. Los geht's! Roleplay mit ihm machen. Wisst ihr Leute, das Internet ist groß und toll, aber es gibt auch so ein paar Ecken im Internet, die einfach nur abartig sind, aber die auch beleuchtet werden müssen. Fan-Subreddits, wo im Endeffekt jede Weib... Das Twitch-Profil von Shoyoka zum Beispiel. ...welche öffentliche Person zur Wix-Vorlage wird. Ganz egal welches Bild. Dafür müssen wir erstmal verstehen, was sind diese Subreddits und wer sind die Opfer? Wer sind die Leute, die das aktiv schauen und produzieren? Warum das ein Problem ist? Und wie wir das gemeinsam lösen können. Was sind diese Fan-Subreddits? Fallbeispiel Nadine Britti, eine hübsche bekannte TikTokerin aus Rostock. Und das ist ihr Subreddit. Reddit/r/NadineBritti. Ihr Subreddit. Ungewollt. Fanpages erstellt von besessenen Leuten gibt es ja immer. Bruder, diese Aufnahme. Also seine arme Kamera. Imagine, das ist das Letzte, was du für den Tag siehst als Kamera. Wirklich. Wie er da so reinschlunzt von der Seite. Aber die Fans auf den Subreddits sind mehr als nur besessen, wenn man sich die Posts anschaut. Egal. Truly. Sie in einem normalen Sportoutfit. Wer spielt sie für mich? Wieder ein normales... Wer spielt sie für mich? Ah, so ein Ding ist das. Dann schreiben Typen unter sich miteinander und der eine tut so, als wäre sie sie. Und der andere ist einfach ein Dulli im Internet. Okay. Ich verstehe, was hier los ist. Also, finde ich jetzt ein bisschen respektlos, wie sie über das Hobby von meinem Hauptmann Hajo reden. Hajo, willst du dich nicht mal dazu äußern hier? Dass der Typ einfach ein Video über deine kleinen Geheimnisse macht, das finde ich nicht gut. Frech. Bild. Und auch hier direkt einer der Hobbys. Roleplay. Also ein ekliger Mann fragt, ob ein anderer ekliger Mann so tun kann, als ob er Nadine Britti ist und dementsprechend so schreiben soll. Wie schreibt man denn, als wäre man Nadine Britti? Wie... Aber gut, ja, das sind jetzt die Fragen, die übersteigen meinen Horizont anscheinend. Tut mir leid. Bin anscheinend nicht qualifiziert genug, um dahin zu gehen. Hajo schreibt, die Subreddits sind alle von mir. Wo Problem? JRiddle77. Du, ich sag nichts. Ja. Ist alles gut, Bruder. Sie ist keine Gaming. Aber wir sind eine tolerante Gesellschaft, die jeden Fetisch akzeptiert. Aber ich judge trotzdem. Und der Peak bei solchen Subreddits? Contribute und wer mich zum Come bringt, kriegt. Make me come no limits. Make me come no limits. Alter, okay. Also, whoever makes me come on her first gets a 50 Euro Passive Card to Amazon, wenn's geht in Deutsch. Wild. Whoever makes me come on her gets... Und was probieren die dann? Also, und was heißt no limits? Heißt das dann da, also du kriegst von dem dann Bilder zugesendet und du holst dir einen runter? Oder so? Und dann wird es immer brutaler und irgendwann hast du so zwei Pferde, die miteinander was machen? Und dann ist man bei no limits oder also no limits stelle ich mir hart vor. Das ist nicht easy mode. Meine Güte. 50-Euro-Gutschein. Und ich bin abgestumpft. Ich hab den Browserverlauf von KuchenTV mir angeschaut. Ich bin abgestumpft. Make me come no limits. Nur weil wir zwei Männer sind, ist es noch nicht gleich Geld. Das Internet kann auch so toll sein. Meine Hoffnung für das Internet stirbt hier. Aber auch Downbad Frauen sind dort unterwegs. Bin gerade richtig geil und brauche jemanden, der mich zum Kommen bringt. Bin.
Sweet Theo 6Y, Breaking the Silence. Ich find's witzig, es gibt ein Porno, der so heißt. Zufall? Wie? Hör doch auf zu lügen, jeder weiß, dass du ein Kerl bist. Mann! Alice-127538 ist keine Frau? Sicherlich gibt es immer ein paar Keyboard-Warriors von wegen. Jo, selber schuld, die Mädels, wenn sie sich so präsentieren. Schauen wir uns Nadine Britti an und wie sie sich präsentiert. Typisch TikTok-Dances und auch auf YouTube-Shorts. Und genetisch hat sie ein bisschen graues Haar und diese Flecken auf den Beinen. Hübsches Mädel und das reicht für die kleinen Kiddies, um TikTok-famous zu sein. Die Lara und Stieg. Also ein unschuldiges Mädchen, die... so ein kleiner Kick. Haha, genau den meine ich. Oh ja, genau. Den, härter geht's nicht. Ich äußere mich dazu. Einfach nur simplen Content machen will. Me after everyone calls me pregnant. Man sieht null Schwangerschaft, aber okay. Ich check's nicht. Leider müssen wir ihm mitteilen. Alle denken, dass sie schwanger sind. TikTok ist halt auch größtenteils echt von kernbehindert für kernbehindert. Über Generationen weitergereicht. So nach dem Motto. Also wirklich relativ normaler Content und trotzdem wirst du zur Zielscheibe. Wo soll das enden? Ach, was ein schöner Tag, um an den Strand zu gehen. Also ich will nichts sagen, aber du musst damit rechnen, dass ich in Büschen heimlich auf dich mein kleines Würstchen misshandle. Es ist kalt, regnet und ich will nur ganz kurz einkaufen. Also ich will nichts sagen, aber... Egal, was du tust, sei bereit, dass es für irgendjemanden da draußen eine Vorlage sein wird. Oh mein Gott, actually so cute. Das ist meiner Ja, ich habe mich schon daran, gewöhnt, quasi ein spadiatisches Sexsymbol zu sein für euch alle. Ne? Seid euch mal ehrlich, ja? wer von euch hatte sich schon auf mich gemacht? Ja? Eins im Chat oder wer von euch ist sofort geschritten und hat schon Fotos von mir ausgedruckt? Spadiaten! Würde mich einfach mal interessieren. Was ist euer Anfang? Ja? Ne? Also wie gesagt, ist einfach mal ehrlich sein, Chat. Ne? Ich weiß, ihr seid ein Haufen Psychos, deshalb liebe ich euch ja so, aber ne? Da müssen wir uns auch nicht mehr... Ja, wir müssen uns ja 1 und 2, Sludi. Ja. Lizzie Snyder, dankeschön für 5 verschenkte Subs. Du bist ja wieder da, Schätzelein. Warum warst du so lange weg? Ich hab dich vermisst. Oder hast du es dir in der Zeit auf mich gemacht? Ich frag nur für einen Kumpel. Lizzie, schön, dass du wieder da bist. Dankeschön für die 5er Subbomb. Liebe ist angekommen. Liebe wird brachial erwidert. Eklig sein können, sowas hat man ja schon gesehen bei den Dubai Potty Partys. What the? Je größer deine Reichweite, desto eher wirst du sowas erleben. Also das mit der Sexualisierung im Internet. Maluna oder Hannah Tulnick müssen mit sowas leben. Boah, habt ihr diesen Frame in ihrem Video gesehen? Boah, ein paar Dropboxen tauschen, Leute? Würdet ihr auch gerne ins Gesicht springen? Selbst mit einem privaten Instagram... Gibt schon echt wilde Sachen im Internet. Ja. ...im Profil, wo man nur so ein bisschen Weiblichkeit im kleinen Profilbild sieht, bekommt man safe etliche DMs, die einfach... sind. Als nächstes werden noch Deepfake-Porns erstellt und auf diesen Subreddits geteilt, von Pokémon zum Beispiel und so weiter. AgeJerk, ein größerer amerikanischer Streamer, der auszusehen im Stream geleakt hat, dass er von anderen Streamer-Kolleginnen sich Deepfake-Porns angeschaut hat. Ein wahrer Genießer. Hat die Werbung dafür gesehen und draufgeklickt. Hallo jeder Virus auf dem Planeten. Dafür noch bezahlt. Hallo aktiver Support meiner aktiven Spritzer. Und das Leaken hat nochmal mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht. Was ist dieser Noob? Search History nicht zu löschen und kein Incognito-Tab zu benutzen. Das war halt nur die Spitze des Eisbergs. Wer weiß, was man noch alles findet, wenn man tiefer gräbt im Internet. Der tiefe Abgrund der Sexualisierung im Internet. Für das Ende braucht ihr harte Nerven. Schlimmer als jeder Creepypasta wie Ben Drones. Sonic Exe. SpongeBobs verlorene Episode. Zusammen. Das ist mir zu gruselig. Jetzt, wo geklärt ist, was die Subreddits sind und was dort getan wird, wer ist das Herz dahinter? Wer sind die Leute, die bei etlichen Frauen eklig in die DMs reinsliden? Ich habe ein bekanntes Model gefragt, ob sie uns Einblicke geben kann. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Es gibt auch weibliche Subreddits, die halbwegs gewollt sind und wo die Leute nicht so anonym sind. Sniperwolf und die Banger-Posts wie Ziegelsteine und Not Safe for Work. Ich opfere mich für das Team, Leute. Oh mein Gott, wie abartig. Das geht zu weit, würde ich sagen. Unter Favoriten abgespeichert. Genauso wie halt auch Amred. Was war denn das gerade? Sorry, nochmal. Genauso wie halt auch Ich bin verwirrt auf so vielen gottverdammten Ebenen bin ich gerade verwirrt. Also wer also ich kann verstehen, dass man wegen dem hier bleibt. Aber war also wer
wer wegen dem hier ist, kann ich ja noch verstehen. Aber wer wegen dem hier ist, der hat ein Problem. Der hat ein tiefgehendes Problem. Um Gottes Willen, Alter. Ist das scheiße. Och, Leute, die Leute feuern sie noch an im Chat. Ist unfassbar. Das Internet ist echt der letzte Rotzhaufen. Amrit mit so lustigen Anspielungen wie Amber Hart, die neben Johnny Bad aus Bett scheißt. Und selbst da drunter findest du Fans, die schreiben: I love you. I know so cute, so beautiful. I know, baby. Anand Kumar. Sie wird niemals deinen Pipi in den Mund nehmen. Aber vielleicht im Roleplay? Also ausländische Bries trifft man häufig. Irgendwie Astrid, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Mit einem Lama-Kopf würde halt einmal gehen. Ja, ne? Ja, der Lama-Kopf, der verwendet wenigstens ordentlich Spucke. So, ne? Das muss man schon sagen. Ne? Da flutscht es gut. Und auch solche: Is there something under the blanket? You need a different look or reenacting a mystery of nature. Emoji. Average Yoga-Zuschauer. Wahrscheinlich leider ja. Ja. Junge Biber, was willst du überhaupt erstmal sagen? Und warum posten diese Boomer-Kumas immer so komische Emojis? Oh, Amarant. Oder soll ich sagen, Kate? Du bist immer so witzig. Ich brauche mehr Emojis. Laughing Emoji, weil mein guter Humor. Ein Pfirsich. Und sie wird niemals denken, dass ich ihren Arsch damit meine. Meine Augen, die draufschauen und... It's lit! Ich frage mich generell, warum man da kommentiert. Also, was erhofft man sich dadurch? Dass sie dann antwortet und sagt, hier, trifft mich. Triff mich und dann werden wir heiraten und dann darfst du mich jeden Tag durchvögeln. Ist das die Reaktion, die man erwartet, wenn man so einen Kommentar schreibt? Oder, also, was erhofft man sich dadurch so? Ne? Wenn man bei einem YouTuber einen Kommentar schreibt, dann will man ja seine Meinung kundtun. Aber dort ist es ja einfach nur so, du durstest sie so hinterher. Das hat ja gar keinen Mehrwert. Also, in meinen Augen nicht, aber... Menschen tun die Dinge, die Menschen tun. Amarant DMs. Es sind zu 99% Männer, wir müssen uns nichts vormachen. Ihr seid alles dreckige Schweine, ihr Hunde da draußen, ja? Ne? Bufft euch. Tweets zeigen auch nochmal gut, wer die Fans so sind. You're so fucking hot and beautiful. Yes, I miss you. I don't remember who asked. He looks like he could be my... Wild. Ach ja. My grandfather. Und die letzte Art von Fans? Nice Guys. Milch. Das war er selber. Bubi Alert, auch wenn dein Herz an der richtigen Stelle ist. Halte die Leute. Ich würde niemals sexuell über eine Frau denken, wenn sie das nicht will. Ich bin tatsächlich auch ein richtiger Gentleman. Ja, als Mann muss... Das ist Dave. Jetzt geht's Richtung Dave. Auf jeden Fall. Ja. Das sind so Leute, die Shoyoka folgen. Das sind so volle Brett. Volle Brett, die hier. Ja, ne? Nach dem Motto, ich stehe morgens auf um 6:45 und das Erste, was ich tue, ist, ich respektiere Frauen bis 12 Uhr mittags. Dann gehe ich raus, esse Mittag und vom Mittagessen auf dem Weg nach Hause fange ich ein paar Frauen ab, um sie zu respektieren. So ein Ding, so ein Arbeitsablauf, so ein Tagesablauf hast du dann. Musst du halt was probieren. Aber nein, Twitch und Discord-Mod von ihr zu sein for free, das ist nicht so der Weg. Und auch viele Donuts ihr zu schenken, das auch nicht. Und nein, creepy Subreddits auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch nicht, was die Erwartungen dieser Männer sind. Oh, Nadine Pretty, du bist 24 oder so, aber du siehst aus wie 16. Can I suck it? Diese Leute repräsentieren nur einen kleinen Extremprozentsatz, aber wie schon Master Uquay gesagt hat, ein Tropfen Öl ruiniert basically ein ganzes Meer. Die meisten von uns würden sowas niemals machen, aber dieser Prozentsatz lässt alle Männer automatisch schlechter dastehen. Eigentlich so eine Duh-Frage, ist das nicht klar? Aber das geht auch tiefer. Klar ist ein Part des Problems, es ist einfach eklig. Allein schon wie viele Pipi-Pics bekannte Frauen geschickt bekommen, ungefragt. Oder freut ihr euch, wenn ihr so am Strand chillt? Oder das ist echt ein Problem, also ne, allein 10 bis 15 Frauen... kriegen von mir alleine jeden Tag Penisbilder zugeschickt. Also das ist wirklich ein Problem, da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Das wird immer mehr. Und ne? Letzten Endes müssen wir es irgendwie unterbinden, dass das weniger Männer machen, weil dann sind auch die Bilder, die ich halt täglich versende, unaufgefordert an Frauen, halt auch wieder irgendwie was Besonderes, ne? Da wird man halt dann selten auch blockiert, weil, ne, ist halt, dann hebt man sich halt irgendwie hervor,
Na, am Ende des Tages, ne? Das muss man auch einfach mal sagen dazu. Ne? Wo bleibt mein Dickpick von dir? Mods sind da leider ausgeschlossen. Und jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt auf einmal von einem Tag auf den nächsten legen alle Mods wahrscheinlich ihr Amt nieder, um Dickpicks geschickt zu bekommen. Und höchstwahrscheinlich werden es auch die Männer tun. Das ist ja das Problem. Ich stehe jetzt hier komplett ohne Mods da. Gefährlich. Gefährlich. Auf einmal so ein alter Mann denkt sich, ey, das ist nicht der FKK-Bereich, aber ich bin einfach FKK-freiwillig, you know what I'm saying? Und nein, euer Pipi ist nichts Besonderes. Maika macht das Würstchen. Als bekannter Mann wirst du solche Subreddits deutlich weniger finden. Und selbst wenn, wirst du sie wahrscheinlich weniger schlimm finden, wenn du denkst, ey, das sind Fangirls. Speedshot Meat, Ludgate Balls oder Papa Penis Balls aus Versehen geleakt. Kurz witzig, aber auch schnell vergessen bei einem Mann. Aber stell dir vor, es sind erwachsene, eklige, creepy Männer, die dich am liebsten in ihrer Fantasie sexuell misshandeln wollen würden. Die in Minecraft-Ausrede quasi. Alles gut, Herr Polizist. Ich habe in Minecraft ungefragt auf sie abgejizzt. Also alles gut. Was du privat machst, ist deine... Alter, der muss aufhören mit diesem... Boah, mit diesem Drecks-Clip, ey. Den hat er letztlich mal... im letzten Video schon gebracht. Es reicht. Eine Sache. Wer von uns hat nicht schon Dinge im Internet gesehen, die wir gar nicht sehen wollten, aber leider mit dieser Caption hier. Everyone can relate to it. Ob du jetzt an deine Lehrerin denkst und deine Fantasie benutzt, ein Bild aus Instagram oder eine Zeitschrift benutzt oder so, dir sogar die Arbeit machst für einen Deepfake-Porn, you do you. Wenn du das hingegen öffentlich stellst und du diese Frau quasi damit direkt konfrontierst, Grenzen, mein Freund. Anderer Part des Problems. Wer will sowas im Internet von sich haben? Besonders wenn Leute Deepfake-Porn von dir hochladen. Warum stört es dich, wenn es offensichtlich nicht du bist? Selbst wenn, willst du nicht, dass jemand denken könnte, dass du das bist. Wie willst du das beweisen? In meiner Schule sind auch Nudes geleakt worden und dieses Mädchen hatte sicherlich schon bessere Zeiten erlebt. Ist ja auch illegal insofern, dass dein Gesicht zweckentfremdet wird. Genauso wie Mr. Beast Gesicht genommen wird, um Scam-Werbung zu schalten. Oh ja. Yeah, I'm Mr. BJ and I give out free money. Just trust me, you morons. Aber das größte Problem... Diese Obsession wird dadurch nur verstärkt. Die Ursache, warum das Männer machen? Einsamkeit, sexuell unbefriedigt, unglücklich. Symptome? Erstmal werden vielleicht vermehrt... By the way, es gab ein Twitter-Leak, falls keiner in den Chat es nicht mitgekriegt hat. Was für ein Twitter-Leak soll es denn gegeben haben? Er hat Porns geschaut. Dann muss mehr her. Komische Kategorien. Noch mehr. Deepfake-Porns. Subreddits. Dickpics. Auf OMETV auf der Suche nach 14-Jährigen. Frustration steigt nur weiter und plötzlich Drohungen. Bei der Gamescom begrapschen, verfolgen, stalking und in einigen Fällen endet es in Mord. Das sind teilweise so kranke parasoziale Beziehungen, gepaart mit sexueller Frustration und Einsamkeit und das alles gestaut in einem Mann. Das Geschlecht, was wesentlich mehr in der Lage ist, zum Extrem zu neigen und mit der physischen Stärke, warte hier. Damn. Auch noch biologisch quasi mehr Mittel hat. Und schon hast du eine tickende Zeitbombe, die legit eine Gefahr ist. Wie das Problem entsteht, lass uns mal die... Ein Bild von Solmecke... Das Ding? Auf Twitter. Von Christian Solmecke, dem Anwalt. Never ever. Das wäre ja super weird. Das wäre sehr weird. Die Biologie durchgehen. Erstens, die Mann-Frau-Dynamik. Der Mann liebt einfach die Schönheit der Frau. Das ist einfach Biologie und Genetik und die Frau ist einfach ein Meisterwerk der Natur. Ein Lächeln einer schönen Frau lässt ein Männerherzen höher schlagen. Und andersherum ist es eher so ein böser, gell? So ein Ja, bei manchen Männern lässt das Lächeln einer Frau eher die Faust einschlagen. Aber das ist ein Unterschied, ja? Ernster Blick so vom Mann. Alleine wie ihre Stimme klingt. Diese Dynamik wird teilweise auch ausgenutzt, ne? Kennt ihr bestimmt, Onlyfans und so. Aber ist ja auch okay, wenn zweitens nicht wäre. Wenn man als Mann nichts zu bieten hat. Diese Männer sind wahrscheinlich im Kern keine schlechten Menschen. Hoffe ich. Aber eventuell jahrelang vor sich hin vegetieren, kein Sport, keine Karriere. Geh in die Kommentare von irgendeiner First Trap und du siehst viele arme, traurige Seelen, die dort kommentieren. Männer, Alarmstufe rot. Der Account ist von einem Mann und sie ist angeblich 14. Halt nichts, wo eine Frau sagen würde, boah, der Mann tört mich an. Kann ich in dein Leben reinkommen? Kann ich in dich reinkommen? Und wo auch ein Mann sagen würde, ey, mit dem würde ich gerne befreundet sein. Nein, das ist eine Einbahnstraße. Plus das Internet mit all den Komfortsachen. Unterhaltung en masse anschauen, Essen bestellen können, Porns. Weniger Grund rauszugehen, Freunde zu treffen, neue Leute kennenlernen. Und schon steigt immer mehr die Einsamkeit. Klassiker wie, kann Mama für mich den Arzt anrufen? In der Gesellschaft wird halt auch Hard Work, was auch unangenehm ist, nicht wirklich... Ich finde es beängstigend, wie viele Leute nicht mehr vernünftig telefonieren können, weil sie irgendwie Anxiety davor haben. Also so voll Angst zu telefonieren. Irgendwie, ne? Also ich hatte meine Freundin, die hatte Probleme beim Lieferservice anzurufen.
die konnte das nicht. Die hat immer gesagt, ich soll das machen. Und ich habe gesagt, ey, ja, das war jetzt vor einem Jahr war das circa, und ich habe ihr gesagt, ey, das kann nicht sein. Du bist 9 Jahre alt und du kriegst es immer noch nicht hin, da beim Lieferdienst anzurufen und keine Ahnung. Da ist, ja, weiß ich nicht. Also das ist, nein, sorry, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Der war, die war einfach 22 und konnte keinen Lieferdienst anrufen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Naja, gut. Promotet oder ermutigt, dass man das macht. Eher andersherum. Dazu kommt auch noch, dass du quasi mit jedem Mann im Internet konkurrierst, direkt und indirekt. Und jede Frau potenziell als Dating-Option hast. Aus Asien eine Tusse, irgendein Girl mit riesigen... Und schon ist keiner mehr gut genug für Mamis kleinen Prinzen. Back in my days gab es nur das Dorf, wo jede Familie... Heilig beängstigend. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Nein, ich komme nicht aus Saarland. Und deswegen wird nicht gefickt, sondern Mann ist gefickt. Dankeschön, Marco Django the Gun, wilder Name, für ein highly beängstigend, ja, es ist highly beängstigend. Lizzie Snyder sagt, telefonieren ist auch Müll, besonders mit meinem Dialekt. Ja gut, ja, du hast vielleicht sächsischen Dialekt, aber Jay hat sächsischen Dialekt. So ein peinlicher Zwinker, der musste noch hinterherkommen, tut mir auch leid. Das vielleicht etwas verpeilte eins, wer ihn verstanden hat. Gamer-Girl, die keinen Sport macht, sie wird jemanden finden. Der verpeilte Gamer-Boy, der keinen Sport macht. Viel Glück, Bro, das wirst du brauchen. Aber wie das Problem lösen? Weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg für die Creeps. Also Subreddits konsequent löschen lassen, dann wechselt man halt auf 4chan oder so. Im Worst Case hosten sie selber so ein Forum, wo man dann so einen Content finden kann. Damit bekämpfen wir nur das Symptom, wenn wir das melden. Hart auf hart muss man die Ursache fixen. Entweder schafft man diese Männer aus dem Verkehr, findet sie, buchtet sie im Endeffekt ein, aber eine sehr humane und realistische Lösung... schwierig. Oder man fixt die Ursache der Männer, die aber keinen Spaß machen wird. Wir machen Jokes über diese typischen... Das ist sogar kein Problem. Einfach alle Männer chemisch kastrieren und das Problem ist gelöst. Na? Also... Ich kenne auch andere weibliche Influencer, an denen das ganz gut passen würde. Discord-Mods. Aber genau diese Leute sollten aktiv Sport machen. In einen Verein oder ähnliches gehen für neue Kontakte. An sich arbeiten und Karriere aufbauen. Und das vermutlich für Jahre, bis man wirklich einen merklichen Unterschied sieht. Schaut mich ja mit 22 und jetzt genau, mit... Oder Base, so ein Arbeitslager für Männer einfach. Das ist halt auch based. Finde ich halt auch gut. Fangen wir mit dir an. Ich würde mich gerne freiwillig melden. Das Problem ist halt, ich bin so unfassbar potent. Also die Chemiekeule, die wäre bei mir verschwendet. Das würde halt original gar nichts bringen. Na, also das, na, unmöglich quasi. Ja. Black Phoenix, moin. Schön, dass du da bist. 27. 5 Jahre mit guten Gewohnheiten und vielen Herausforderungen, wofür ich auch dankbar bin. Aber Spaß? Aber Spaß hat es auch nicht gemacht, bis kurz vor meinem 24. Geburtstag Jungfrau gewesen zu sein. Und noch heute leide ich teilweise an Einsamkeit und so. Juno, allein danke schon dir. Der physische Touch, der mir fehlt. Aber mache ich auch genug dafür? Also entscheide dich für ein Leid und hör auf, Ausreden zu suchen. Social Anxiety, Bro. Ich chill zu Hause. Im Club oder in meinen Träumen eher. Da hätte ich sie angesprochen. Ich muss erst Multibillionär werden. Dann. Meint die Frau ist sehr speziell, musst du wissen. Ansonsten wird man halt so ein Incel, hey, der vom Staat fordert, dass Sex gewährleistet werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich besser und freier leben wollen, aber halt schon so tief in der Scheiße drin stecken und dann... Sex muss gewährleistet werden. Ach, herrlich. Es gibt da wirklich bestimmt Leute, die das unironisch fordern. Flette Vollidioten. Das Schlimme ist, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wer weiß, was auf internationalen oder asiatischen Seiten so passiert. Noch außerhalb des Internets so passiert. Begrapscht werden in überfüllten Japan. Ich frag mich, wie sich das die Leute vorstellen. Also, dass das gewährleistet werden muss. Also, wie stellen die sich das vor? Es gibt sicherlich welche, die das fordern, aber wie soll das umgesetzt werden? Manchen Zügen, aber du bist nicht auf XNXX. Bürgersex statt Bürgergeld. Auch gut. Bürgersex. Gut. Und aus dieser schlechten Position fängt man an, andere Leute zu idealisieren. Eine parasoziale Beziehung aufzubauen, um den Schmerz zu lindern, sich davon abzulenken. Aber das war auch einer der Gründe, warum Unge keine Privatsphäre mehr genießen konnte. Selbst auf Madeira. So sehr ich das Internet liebe, so sehr sehe ich kein Happy End bei diesem Thema. Hier das Video. Ciao! Ja, war ein stabiles Video, was einmal aufgezählt hat, die Problematiken, die im Internet lauern, ne? Wenn man
Ja, betrifft halt vor allem Frauen, ne? Das ist halt die Sache, ne? Das habe ich ja auch schon mal über Phoebe gequatscht, ne? Die probiert ja auch, sich möglichst nicht selbst zu sexualisieren und trotzdem gibt es halt viele Leute, die das machen. Ja, gut, vor allem hormongesteuerte Jugendliche, aber wie wir hier erfahren haben, machen das auch irgendwelche ekelhaften alten Typen, die dann irgendeinen Quatsch machen. Also, ja, scheint echt ein Problem zu sein. Wenn ihr Vorschläge habt, wie man das lösen könnte, eine außerchemische Kastration, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Es würde mich interessieren. Ja, ich lese mir die Kommentare auch durch. Ich schaff's schon nicht mehr, auf jeden zu antworten. Aber, ja, so machen wir das am besten. Und ein Däumchen nach oben für den Algorithmus. Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. Bis dann, Antenne, und ciao, Kakao.